Dankeschön. Können wir jetzt noch ein Foto machen? Ja, klar. Tatsächlich hat das 6 Schuss. Was hast du gesagt? 3. Ja, genau. Ich hab genau in deinem Blick gesehen, du wolltest 2 sagen. Wer von uns beiden ist der absolute Fortnite-Pro und wer von uns beiden ist der absolute Fortnite-Vollidiot? Dieser Frage gehen wir heute auf jeden Fall auf den Grund. In diesem Sinne, ein Vigalista, Sandy Margang sind am Start, El Margus am Start. Willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, dass es euch heute richtig gut geht und dass ihr ein verdammtes Lächeln auf dem Gesicht habt, Leute. Heute mache ich die Challenge mit meinem Cousin Jonathan, der heute wieder am Start ist. Was geht ab, Leute? Grüße gehen raus heute an die Margangster Kingslay GG, an Sandy Topkos, an Araflo oder so Team. Und den ersten Kommentar hat Halid Boss geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch groß werden willst, einfach einen Kommentar schreiben oder im nächsten Video der allererste Kommentar sein. Ja, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch Fortnite aktuell spielt. Würde mich mal interessieren. Ich spiele nicht mehr, aber mich würde interessieren, wie viele da draußen es noch gibt. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger geworden. Genau, Leute, wir machen die ultimative Fortnite-Challenge, beziehungsweise ein Fortnite-Idiotentest, wie wir es mal schon vor ein paar Monaten gemacht haben. Und da das Video echt richtig gut ankam bei euch, Leute, haben wir gedacht, ey, machen wir eine kleine Revanche. Genau, und das erste Match, Leute, hat wer gewonnen? Leider, unverdient. Der Herr zu meiner Linken. So, wir sind jetzt hier im Fortnite-Idiotentest. Ich möchte natürlich meinen Titel sozusagen verteidigen. Ich würde sagen, wer zuerst 3 Punkte hat, hat gewonnen. Wir fangen mal an hier in diesem komischen 30-Sekunden-Modus. Ja, das heißt, wir haben 30 Sekunden Zeit, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Mal gucken, wie viel ich in den 30 Sekunden schaffe. Ich muss zu meiner Rettung sagen, ja, ich bin ein totaler Vollidiot in Sachen Fortnite. Ja. Ich habe damals gespielt, aber ich spiele inzwischen gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Deswegen, Leute, wenn ich dumm bin, nimmt es mir auf jeden Fall nicht krumm, Leute. Ich weiß, ihr seid Experten. Ich spiele es einfach nicht mehr, weil es mich nicht mehr so anschaut. Aber mal gucken, wie gut ich mich noch auskenne. Wir gehen mal in den 3-Sekunden-Modus. Los geht's. Welche Seltenheitsstufe haben blaue Gegenstände? Legendär, ungewöhnlich, selten, episch. Definitiv selten. Falsch. Welche Farbe haben ungewöhnliche Gegenstände? Ich weiß es nicht mehr. Ungewöhnlich. Grün. Welche Art von Munition benötigen Sturmgewehre? Leichte Munition, schwere, leichte Munition. Wie heißt das Standard-Tanz-Emote in Fortnite? Natürlich, Tanzschritte. Welche Magazingröße hat die Handkanone? 5. Ah, nee. Hey, richtig, 3 Stück! Heftig! Wenige Antworten sind richtig, aber geben sie nicht auf. Also, schlecht fand ich das jetzt gar nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, welche richtig waren und welche falsch. Hast du das so ein bisschen mit analysiert, konstruiert, also, parallelisiert, in die Autogrammkarte rein interpretiert? Willst du eine haben? Ja, dann krieg ich eine Unterschrift. Ja, klar, logisch. Und eine Autogrammkarte? Kann ich ein Foto mit dir machen? Klar. Dankeschön. Können wir jetzt noch ein Foto machen? Ja, klar. Das ist der größte Traum in meinem Leben gerade in Erfüllung gegangen. Ja, glaube ich dir. Leute, ja, also oben steht zwar Ergebnis 1, aber wir sagen, wir zählen nur die richtigen, damit man auch schnell da durchfetzen kann, weil sonst hat man so Angst vor falschen Ergebnissen. Und das wäre dumm. Dann könntest du ja einfach die ersten 2 richtig beantworten. Dann hast du ja in beiden Fällen gewonnen. Und jetzt kommt der gute Johnny. Let's go. Wie viele Arten von Materialien gibt es im Spiel? 3. Wie viel Stein kann man höchstens tragen? 99. Wie viele Schildpunkte stellt ein Schlürfsaft wieder her, wenn man bereits die maximalen Lebenspunkte erreicht hat? 75. Bis wie viele Lebenspunkte kann man mit Bandagen wiederherstellen? 75. Das ist nicht auch so niederlang. Ja, ist klar. Welche Seltenheitsstufe hat der kleine Schildtrank? Ungewöhnlich. Welcher Gegenstand stellt 100 Lebenspunkte und 100 Schildpunkte wieder her? Alter, Ergebnis 5. Aber die Frage fand ich wirklich einfach. Nein, das Ding ist, dieses mit ungewöhnlich und so hatte ich 2 Fragen, was kann ich nicht. Ich weiß nicht, was grün, rot und so ist. Aber dass man mit 75 Lebenspunkten nur mit Bandagen auffüllen kann, das weiß ja wohl jedes Kind. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, hier redet sich ein gewisser Herr hier raus. Okay, damit steht es 1-0 für Johnny. Ja, und jetzt gehen wir in die zweite Runde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in diesen Überlebensmodus. Also der Überlebensmodus ist folgender, und zwar, ja, man muss so lange richtig beantworten, bis man abschmiert. Und dann, ja, gucken wir, wie viele wir richtig hatten. Let's go. Aber man hat unendlich viel Zeit. Welche Magazingröße hat der Revolver? Also,
Das ist ja eine sehr leichte Frage. Der Revolver hat auf jeden Fall kein großes Magazin, das weiß ich. Ich bin jetzt überlegen zwischen 3 und 5. Ich glaube 5. Was guckst du mich an? Ich werde dir nicht helfen. Ach, dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles, sagen nur die Verlierer. Stark angefangen und stark nachgelassen. Stark angefangen, Mann, ich bin nicht mal angefangen. Ich hab nicht mal eine richtig. Okay, 0 Punkte. Welche Seltenheitsstufe hat der Busch? Der Busch ist legendär. Das wüsste ich auch. Der ist Gold, weil der Gold ist. Möchtest du die Frage machen? willst du eine zweite Runde machen? Du bietest mir eine zweite Runde an. Ich biete dir eine zweite Runde an. Dann musst du nochmal von neu starten. So, dann startest du jetzt von neu. Ich biete dir eine zweite Runde an. Ja, okay. Fairer Mann. Okay. Let's go. Okay. Fairer Sportsmann hier. Er hat akzeptiert, dass seine Fragen wirklich leichter sind als meine. Ich krieg pauschal immer die schwierigen Antworten. Welches Feiertag-Emoji sprüht Funken? Wunderkerze, Groove Jam, Popcorn oder Respekt? Das kann die Wunderkerze sein, weil Funken ist Wunderkerze. Siehst du, jetzt läuft es doch. Also. Welche Magazingröße hatte Revolver? War genau die gleiche Frage. Ja, zweite Chance, jetzt kannst du es besser machen. Ja, ich weiß nicht mal, was ich gerade eben beantwortet habe. Denk doch mal drüber nach. 5 habe ich gerade. Ja, denk drüber nach, wie viele Kugeln werden wohl in so einen Revolver reingehen? 6. Ja! Dummkopf. Außerdem, du hast doch da einen liegen. Ach ja. Das ist da, okay. Ey, der hat sogar 6 Schuss. Das ist ein Revolver, Leute. Ja, tatsächlich hat das 6 Schuss. Junge, ich habe gerade gedacht, du hast die Linse. Mann, und jetzt sowas. Ah! Das war unfair, ne? Okay, du darfst mich jetzt einmal abschießen. Warte, ich darf da. Wohin? Wo willst du es hin haben? Genau ins Gesicht. Nein. Doch, auf die Stirn. Nicht ins Gesicht. Komm, tanzt du. Tanzt du auf den Tanz. Nein. Tanz. Welche Magazingröße hat die Pumpgun? Das ist auch super easy. Die hat, 10 Schuss würde ich auch sagen. Nein, hat sie nicht. 8 hat sie. Fünf, Digga. Die Pumpgun hat 5. Das ist die, die du so machst, und die Autoshotgun hat 8. Ah, ich hab die Autoshotgun gedacht. Sorry, ja Leute, ich bin dumm. Hör auf, es in die Kommentare zu schreiben. Ja, ich bin dumm und ich kenne mich mit Fortnite nicht mehr aus, weil ich nicht mehr spiele. Wie viel Schaden verursacht die... Boah, der Sturmstufe 1 im normalen Modus? 1. Welcher Superschurke hatte einen Auftritt im Spiel? Thanos. Wüsste ich auch. Ja, ist logisch. Ist logisch, dass du das weißt. Welche Seltenheitsstufe haben blaue Gegenstände? Blaue Gegenstände sind selten. Wie viele Personen können maximal an einem Match teilnehmen? 100. Welche Seltenheitsstufe haben lila Gegenstände? Das sind epische Gegenstände. Wie viel Stein braucht man, um eine Wand zu errichten? 10. Wie viel Stein kann man höchstens tragen? 999. Welche Magazingröße hat das Repetier-Scharfschützengewehr? Man hat einen Schuss da drin. Welche Magazingröße hat das Sturmgewehr mit Zielfernrohr? Oh, das wüsste ich nicht. Es sind 20 Schuss, stimmt. Genau. Welches Feiertag-Emote sprüht Funken? Kenne ich die Frage nicht irgendwo? Die Wunderkerze. Oh, ich hätte fast Groovy Jam angeklickt. Wie viele Medikits können in einem Slot abgelegt werden? Oh, das ist eine gute Frage. Das sind jetzt 3. Oh! Was hast du gesagt? 3. Ja, genau. Ich habe genau in deinem Blick gesehen, du wolltest 2 sagen. Welche Art von Munition benötigen Scharfschützengewehre? Schwere Munition. Soll ich aufhören oder? Erst bei 12, ja. Ich habe 2 geschafft. Ich war mit 2 gar nicht so unzufrieden. Soll ich noch weiter vorlaufen? Oder? Das Ding ist so, wenn man es echt länger nicht mehr spielt, man verlernt die Dinge total. Und es hat sich auch so viel verändert in dem Spiel. Damals war ich wirklich nicht so schlecht. Ich wusste das. Ja, das stimmt. Aber ich spiele es nicht mehr. Spielt ihr Fortnite? Schreibt es jetzt mal in die Kommentare. Spielt ihr Fortnite noch? Habe ich am Anfang schon gefragt, aber schreibt es jetzt nochmal auf jeden Fall in die Kommentare. Spielt ihr aktuell Fortnite? Weil ich glaube, es haben schon viele aufgehört, ne? Inzwischen spielen lange nicht. Ja, langsam werden es schon weniger. Ja. Wer ist noch dabei von euch? Eine Ewigkeit später. Okay, reicht. An dieser Stelle brechen wir das Video ab. Okay, da steht 2-0 für Johnny. Es sieht wirklich aktuell sehr böse aus für mich, aber das ist egal. Matchpoint! Denn wir haben noch den Hardcore-Modus. Da hat man, glaube ich, 5 Sekunden für eine Fragezeit. Das Ding ist, wir wollen jetzt das Handy austricksen. Da wir wissen, dass bei Johnny immer die leichteren Fragen kommen, wirst du jetzt auf Start drücken und dann werde ich aber beantworten, okay? Wir tricksen das Ding jetzt aus, damit es fair ist. Denn wie Mats schon gesagt hat, ich bekomme immer leichteren Antworten. Ganz sicher. In welchem Set ist der Burnout-Skin enthalten? Natürlich Drift. Welcher Ort wurde in Season 5 entfernt? Risky Reels, Most of My Flash Factory. In welchem Set ist der Rotstreifen-Skin enthalten? Omega. Ab welcher Version war die Kleinmaschinenpistole verfügbar? Keine Ahnung. Ich habe alle falsch. Ich habe minus 3 Punkte.
Minus 3. Das ist nicht nur enttäuschend, es ist einfach beleidigend. Ich, ganz ehrlich, ich habe irgendwas geklickt, weil ich hatte gar keine Zeit nachzudenken. Okay, aber jetzt werde ich denn bei ihm bei Hardcore machen, weil dann macht das Handy natürlich automatisch schwierige Fragen. Ist logisch. Und komm. Welche Granate wurde aus dem Spiel entfernt? Die Rauchgranate. In welchem Set ist der Entschleuniger Teil? Jägerin? In welcher Version war die kleinen Maschinenpistole verfügbar? Das weiß ich absolut nicht. 5.0 vielleicht. Welche Sendnerstufe hat das Jetpack? Das Jetpack ist legendär. In welchem Skin ist der Burner Tank? Omega. Nein, doch nicht! Scheiße! Wie viele V-Bucks kostet die Purple Granate? Scheiße, ich weiß es nicht. Ergebnis minus 1. Damit habe ich gewonnen, Leute! Ja, Leute, ich glaube, das war eindeutig. Ich glaube, man merkt, ob jemand noch das Spiel spielt oder nicht. Gebt dem Video auf jeden Fall jetzt sofort einen Daumen hoch. Smash den Daumen hoch, Leute. Wir abonnieren gerne El Marco. Machen wir persönlich sehr gerne. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, Leute. Abonnieren könnt ihr auch ganz schnell einfach hier genau über sein Gesicht, weil es keiner sehen will. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du mein neuesten Upload. Klickt drauf, seid aktiv und wir sehen uns in einem neuen Video. Bis dann. Ciao, ciao, euer El Marco.